Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. István Bence Kiss erhielt bei der Deutschen Gala im ersten Monat dieses Jahres den Valéria-Koch-Preis für seine Diplomarbeit über schwäbische Architektur und für seine Tätigkeiten für schwäbische Kultur. Neben seiner Arbeit in der deutschen Gemeinde, in seinem Heimatdorf ist der junge Mann auch als Lehrer tätig und versucht auf diese Weise die schwäbische Kultur weiterzugeben und zu pflegen. Bence István Kiss erhielt bei der diesjährigen Deutschen Gala den Valéria-Koch-Preis, der an junge Menschen verliehen wird, die schwäbischen Traditionen bewahren und sich für die Kultur einsetzen. Neben seinem Einsatz für die schwäbische Kultur erhielt er die Auszeichnung für seine Diplomarbeit über die Architektur der Ungarndeutschen. Dies ist nicht die einzige Art und Weise, wie sie die Brauche und Werte der Deutschen in Ungarn bewahrt, denn er arbeitet auch als Lehrer, wo er Gymnasiasten die Sprache und auch die Geschichte der Schwaben unterrichtet. Ich bin im Tapolca geboren, 1995, am 28. November. Aber aufgewachsen bin ich in der Tolnau, in Jing und in Warschad. Und sowohl das Kindergarten als auch die Grundschule und das Gymnasium habe ich in Jing absolviert. Und erst nachdem bin ich nach Pécs gegangen und habe ich dort an der Universität studiert. Zuerst Germanistik mit Fachübersetzer-Spezialität und danach habe ich dann Deutsch als Nationalitätenfach und Geschichte auf Lehramt studiert. Obwohl er zu Hause nicht speziell schwäbisch erzogen war, seine deutsche Identität war immer vorhanden und bildete einen wichtigen Teil seines Lebens. Also ich sage immer wieder, dass diese Linie mich gewählt hat und nicht ich diese Linie. Ich habe natürlich auch deutsche Vorfahren, die stammen aus Wemind, von hier aus der Branau. Aber zu Hause bin ich nicht in deutscher Sprache aufgewachsen und zu Hause haben wir nicht Deutsch gesprochen, sondern die deutsche Sprache habe ich völlig im Unterricht eigentlich gelernt. Aber durch das Nationalitätenfach im Gymnasium und meine Lehrer und Lehrerinnen ist eigentlich diese deutsche Identität in mir da ganz stark aufgewachsen und auch hervorgekommen. Und später an der Universität habe ich dann bewusst diese Linie gewählt und nachgegangen und auch das Thema gewählt und damit beschäftigt. Das ist immer eine ganz schwere Frage, vor allem deshalb, weil ich ja zu Hause nicht so Ungarndeutsch bin, wie man das vorstellt. Also ich liebe die ungarndeutsche Speisen und wir vorbereiten auch oft solche Speisen zu Hause. Aber sonst, ja, das ist eigentlich eine ganz gute und eine schwere Frage, wie man heutzutage im Jahre 2023 zu Hause Ungarndeutsch sein kann. Aber ich denke, dass wir durch die Sprache und durch die Pflege der Traditionen, sei es Volkstanz oder zum Beispiel unterschiedliche Kochrezepten, zum Beispiel oder Mundart oder Bausubstanz pflegen, kann man ganz gut die deutsche Identität erleben und auch leben machen. Im Januar dieses Jahres fand im Kodai-Zentrum in Fünfkirchen die jährliche Deutsche Gala statt, bei der unter anderem auch der Valéria-Koch-Preis verliehen wurde. Für seinen Einsatz für die ungarndeutsche Gemeinschaft und für seine Diplomarbeit darf sich nun auch Bence István Kiss über die Auszeichnung freuen. An der Uni habe ich mich immer wieder mit dem Thema ungarndeutsche Architektur und lokale Dorfgeschichte beschäftigt. Und meine Professorin und Dozenten, der Herr Jolt Vitari und die Frau Beate Markusch, haben mich immer wieder unterstützt und haben sie immer wieder gesagt, dass ich mich damit beschäftigen soll, weil es einfach ein ganz gutes Thema ist. Es gibt auch eine Lücke in diesem Thema bezüglich auf die Komitat Tolnau. Und sie haben mich dazu eigentlich
immer wieder mutig gemacht, dass ich mich bewerben soll. Und ich musste dann im Herbst, im September und Oktober eine ganz große Stoff zusammenstellen, wo ich Motivationsbrief, dann unterschiedliche Sachen von der Dozenten und Dozentinnen an der Universität bekommen habe. Sie haben über mich Empfehlungen geschrieben, warum ich als Preisträger vielleicht dann diesen Preis bekommen könnte. Und ich sollte auch eine deutschsprachige Zusammenfassung über meine Diplomarbeit schreiben. Und ich brauchte auch noch dazu eine Empfehlung von der Deutschen Nationalitätenselbstverwaltung von Warschau, wo ich mehrere Jahre lang tätig war, sowohl im kulturellen Leben als auch im offiziellen Bereich. Also das war ein langer Weg und ich habe dann diese Dokumente für die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen dann zugeschickt als Material und als Bewerbung für den Valeria Koch-Preis. Und dann, wenn ich mich richtig erinnere, ungefähr am Ende November kam ein E-Mail von der LDU bei mir an, in dem es dann mitgeteilt wurde, dass ich den Valeria Koch-Preis für meine Diplomarbeit und Tätigkeit bekommen habe. Und es wird dann im Januar feierlich im Rahmen der Gala übergeben in 5 Kirchen im Kodai-Zentrum. Genau. Und außer den Preis habe ich ganz viele Gratulationen bekommen, sowohl von meinen früheren Lehrern, Lehrerinnen, von den Dozenten und Dozentinnen von der Universität. Der Gewinn des Preises hat natürlich eine Menge mit sich gebracht, unter anderem Medienaufmerksamkeit. Obwohl er als Lehrer arbeitet, war das anfangs ein bisschen viel für ihn, aber mit der Zeit konnte er es bewältigen und die neuen Möglichkeiten im Interesse seiner geliebten Heimatstadt auch nutzen. Außerdem habe ich eine große Aufmerksamkeit von Seite der Medien bekommen, sowohl von Seite der ungarndeutschen Medien, auch von Komitatsmedien, die vor mir bisher eigentlich nicht bekannt waren. Und das ist eine ganz interessante und ein bisschen schwere Sache für mich, denn ich habe oft Lampenfieber, wenn ich vor viele Menschen sprechen soll oder etwas vorstellen soll, trotz aller meiner Lehrerfähigkeiten. Aber es ist einfach in Worten nicht beschreibbar, was ich diesbezüglich fühle. Vor allem deshalb nicht, weil ich meine Diplomarbeit und das Thema gar nicht deshalb gewählt habe. Also das war eine von Kindheit mit mir aufgewachsene Sache, die ich eigentlich gemacht habe und daraus ist es geworden. Also ein bisschen so eine Art Lebenskarriere oder Themenkarriere, wenn man das sagen kann oder sagen darf. Und ja, ich musste mit dieser Aufmerksamkeit auch lernen, wie ich mit Öffentlichkeit oder mit Medien oder mit Interviews umgehe. Und natürlich auch, dass ich einige Gedanken darüber machen sollte, wie ich damit in der Zukunft weiter beschäftige und wie konnte ich dann diese Medienaufmerksamkeit für mein Dorf Warschau ein bisschen positiv machen, damit das Dorf auch etwas daraus profitiert und zum Beispiel diese Bausubstanzen, die immer wieder mit der Zeit viel mehr verfallener sind, ein bisschen renoviert werden können und dadurch für die nächsten Generationen auch da stehen können. Das Thema seiner Dissertation lag ihm schon immer am Herzen und so war es nun natürlich, dass er den größten Teil seiner Recherchen in Warschau durchführte. Die Diplomarbeit befasst sich mit den Funktionen, einzigartigen Elementen und der Geschichte der schwäbischen Architektur. Das Thema meiner Diplomarbeit
oder die, besser gesagt, der Titel war Lokale Perspektiven in der ungarn-deutschen Architektur in Warschau, Raumwahrnehmung, Raumnutzung, die architektonische Entwicklung des Bauernhauses und seine Besonderheiten. Ich habe jetzt den Titel vorgelesen, weil es ein bisschen kompliziert gelungen ist. Ich habe meine Diplomarbeit in ungarischer Sprache geschrieben, weil ich in Fachgeschichte das gemacht habe, an der Geschichtslehrstuhl an der Uni und nicht an der deutschen Lehrstuhl. Und ich habe schon einige Teile auch in deutscher Sprache früher gehabt, aber das Zentrumthema oder im Zentrum meiner Diplomarbeit stand eine lokal bezogene Bauarchitekturforschung bezüglich Warschau in der Tolnau, wo ich von zur Zeit der Ansiedlung, also von 1700 bis zur 1945, bis zur Vertreibung und Verschleppung der Ungarn-Deutschen mehr als 200 Jahre ausmacht, habe ich die Bausubstanzen und Wohngebäude untersucht, wie von den ersten Kolonistenhäusern bis zu großen Pfeilerhäusern und unterschiedlichen Gassenfronthäusern die Bausubstanz sich entwickelt hatte. Also diese Häuser, die wir hier auch im Hintergrund sehen, denke ich, dass sie schon von einer sogenannten älteren Zeit stammen. Also älteren Zeit verstehe ich zum Vergleich der Ansiedlung, denn die ersten Häuser, die die deutschen Ansiedler gebaut haben, waren die sogenannten Kolonistenhäuser, die noch gar keine Gänge hatten, wie diese Häuser hier im Hintergrund, und keine Pfeiler geben oder keine Pfeiler hatten. Und diese Häuser hatten nur einfach einen größeren Dachteil, die als Schutz vor Regen und Sonne diente. Und erst mit der Zeit, wo die deutschen Familien reicher geworden sind und mehr Vermögen hatten, haben sie die Architektur als Mittel benutzt, damit sie ihr Vermögen und ihr Wohlhaben für die anderen Menschen, für das Dorf zeigen. Und wo sie solche große Gänge gebaut haben, haben sie auch das vor Sonnenschutz gebraucht, vor Regen natürlich, damit man die unterschiedlichen Räumlichkeiten mit trockenen Fuß betreten kann. Denn wenn man sieht, sind die meisten deutschen Häuser, wenn man es so sieht. Die meisten sind davon Langhäuser. Das bedeutet, dass die einzelnen Räume hintereinander kommen, und wenn das Hof auch zugibt, dann baute man die einzelnen Räume hintereinander, sowohl die Wohnstuben und die Wohnräume als auch die Ställe. Und man sieht, dass es mehrere Eingangstüren gab. Eine Eingangstür gab es meistens in Winterküche. Das war meistens die zweite Räumlichkeit von vorne angesehen. Es gab auch eine Tür für die Winterküche, ein bisschen hinterer, wenn man nach hinten geht. Und dann die weitere Kammer- oder Speisekammertüren, Rauchstubetüren und dann die Türe für die Ställe und die Scheune. Das Ereignis, das die Geschichte der Ungarn-Deutschen bestimmte, die Vertreibung und die Verschleppung, wirkte sich natürlich auch auf das Schicksal der Gebäude aus. Das ist auch eine ganz interessante Frage, und von vielen aus dem Dorf habe ich schon als Vorschlag bekommen, dass ich diese Frage auch behandeln sollte. Also nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die deutschen Einwohner von Warschau verschleppt oder vertrieben worden sind, sind meistens Segler oder halt Ungarn von der Oberland ins Dorf Häuser bekommen. Und mit der Zeit haben sie die Häuser nicht so
nicht so bedeutend umgeformt. Also ganz viele Häuser sind in origineller Zustand noch zu finden im Dorf. Meistens sind vor allem die Fassaden, die zur Straße richten, geändert. Aber die größte Schäden sind so gesagt in den Wirtschaftsgebäuden entstanden, weil viele von den Ställen, von den Wagenschuppen und von den unterschiedlichen Schweineställen und Maiskoben sind leider schon nicht mehr im Dorf zu finden. Es wurden ganz einfach zerstört, die Backsteine oder die Ziegelsteine hat man für andere Gebäude benutzt und deshalb sind ganz viele Sachen schon verschwunden. Und das ist auch ein Grund dafür, warum ich dieses Thema sehr nah zu meinem Herzen habe, weil ich etwas davon noch retten möchte. Wenn es nur in Form von Bildern und Wörtern oder Sätzen geht, dann geht es so, aber ich wäre in der Zukunft ganz froh, wenn ich auch zum Beispiel etwas mit der deutschen Selbstverwaltung in Warschau dafür machen konnte. Wir haben ein ganz gutes Beispiel im Dorf, das Heimatmuseum, die schon mehrere Jahre lang zur unserer deutschen Nationalitäten-Selbstverwaltung gehört, hat schon mehrere Erneuerungen und Renovierungen erlebt. Und ja, vor zwei Wochen war die feierliche Übergabe von außen renovierte evangelische Kirche und die völlig sanierte Gemeindehaus, also nicht Gemeindehaus, Entschuldigung, sondern Pfarrerhaus. Ja, aber es ist eine ganz wichtige Information dazu, dass diese heutzutage als Pfarrerhaus bezeichnete Haus war damals noch in den ungarndeutschen Zeiten der Lehrerhaus. Und das echte Pfarrerhaus wurde in den 80er Jahren leider zerstört, ja, zerstört, ja, weil es mehrere Probleme schon damit gab. Und es ist eine ganz große Verlust Architektur. Also von Sicht der Architektur ist das eine ganz große Verlust, denn dieses alte Pfarrerhaus war eine echte und alte Gassenfronthaus, die von Ende der 18. oder Anfang des 19. Jahrhunderts stammte. Architektur ist Teil der Identität, daher ist ihre Vernachlässigung und ihr Verschwinden ein großes Problem. Die Funktionen der altschwäbischen Häuser haben sich vielleicht nicht an die Bedürfnisse der 21. Jahrhunderts angepasst, aber mit genügend Beharrlichkeit ist es möglich, die Struktur und die Vorteile dieser Gebäude an die modernen Bedürfnisse anzupassen und gleichzeitig den kulturellen Wert dieser historischen Häuser zu erhalten. Die Kultur der Ungarndeutschen hängt in sehr großer Zusammenhang von der gebauten Substanz und von den Gebäuden. Und deshalb wäre es ganz wichtig, dass man zum Beispiel diese Häuser, Kirchen, öffentliche Gebäude in alten Zustand erhält oder in alten Form wieder neu baut oder renoviert. Von außen. Natürlich innen muss man leider schon in den 21. Jahrhundert mehrere Sachen umgestalten, die früher vor 100 oder 150 Jahren nicht gab. Aber eine Volksgruppe bezeichnet sich durch seine Architektur auch sehr maßgebend. Und wenn diese Architektur verloren geht, geht auch ein großer Teil der bestimmten Kultur verloren. Und ja, deshalb wäre es ganz wichtig, dass man diese Bausubstanzen immer wieder pflegt, erneut renoviert und für die nächsten Generationen weitergibt. Das ist eine interessante Frage und auch eine Herausforderung für die für diejenigen, die solch ein Haus besitzen, denn von außen sind diese Häuser natürlich oder haben diese Häuser von außen ganz charakteristische Merkmale, die zur ungarndeutschen Architektur gehören.
Aber, aber wegen der Grundplan der Häuser und was ich auch vorher schon erwähnt habe, dass die meisten Häuser Langhäuser sind, ist die räumliche Gestaltung der Häuser für die heutige Familien und für die heutige Benutzung ein bisschen eingeengt. Weil heutzutage die Familien immer mehr die große offene Räume und Zimmer mögen, wo man zum Beispiel Küche, Esszimmer und Wohnzimmer in einer Raum hat. Und diese Häuser haben natürlich separate Räume hintereinander und die einzelnen Räume kann man durch die anderen Räume betreten, was aus Sicht einer Familie nicht so bequem ist, weil man nicht so viel Privatraum hat. Mhm. Zum Beispiel zu Hause, also meine Familie zu Hause hat auch ein altes Bauernhaus, aber ein bisschen umgebaut, aber die ersten drei Zimmer sind noch so vorzufinden, wie auch gebaut sind. Und es ist immer ganz unangenehm, wenn man durch die anderen Räume und andere Zimmer hin und her läuft und man kann nicht so gut dann eine Privatsphäre ausbauen. Und deshalb kann es eine schwierige Situation verursachen, wie man diese alten Baustücke oder Häuser heutzutage benutzt. Ich denke, durch eine durchgedachte Planung kann man die neuen Funktionen immer wieder finden. Aber weil ich ja keine Architektur bin oder kein Ingenieur bin, kann ich diese Frage nicht beantworten. Natürlich habe ich einige Gedanken darüber, aber ja, ich untersuche aus historischer Sicht und aus Sicht der Volkskunde diese Häuser. Ja, aber wenn jemand dann die Aufgabe möchte, dann kann ganz gerne bei mir melden und wir können dann gemeinsam unterschiedliche Konstruktionen dazu ausarbeiten und vielleicht kann man dadurch noch mehr von diesen Häusern dann retten. Wie viele andere junge Menschen, die am Anfang ihrer Karriere stehen, hat Bence István Kiss eine Zukunftsvision und Ziele, auf die er noch hinarbeiten muss, aber er ist auch in seinem Alltag motiviert. Also ich möchte ich möchte besser werden mit der Zeit in meiner Job als Lehrer. Es gibt immer wieder viele Herausforderungen. Ich werde dann ich werde ab September deutsche Literatur unterrichten, was auch sehr neu für mich ist. Ich habe es an der Universität gelernt, aber gelehrt habe ich das noch nur teilweise in meinem Praktikumsjahr im Gymnasium. Aber ich habe einen großen Traum. Ich würde sehr gerne in der Zukunft irgendwann ein sehr schönes ungarndeutsches Bauernhaus haben, die von komplett aus völlig treu renoviert ist und dann von innen ganz gut für die 21. Jahrhundert angepasst ist. Aber dazu muss ich noch ein bisschen mehr arbeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.